Wir möchten heute nochmal etwas betrachten, und zwar, ich denke, dass es nicht umsonst in der Bibel steht. Wir haben ja jetzt den ganzen Offenbarungsablauf gesehen. Wir haben ja gesehen, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass eigentlich alles, was im Reich Gottes verheißen ist, in diesen fünf Erscheinungsformen des Reiches Gottes sich abspielt. Und das ist ja von ganz wichtiger Bedeutung, wenn man überlegt, was heute passiert. Zum Beispiel, wir haben heute nicht mehr die Zeit der Apostel, nicht mehr die Zeit der Zeichen und Wunder, nicht mehr die Zeit des Schauens, sondern des Glaubens. Das heißt, der Heilige Geist ist in uns, Christus in uns. Die Bibel sagt, jetzt empfangen die Menschen der Heilige Geist nicht mehr durch, wie zur Apostelzeit, durch Handauflegung, wie es dort war in den vier Stellen, sondern durch Glauben. Das heißt, wir haben jetzt diese Erscheinungsform des Reiches Gottes, eigentlich die dritte. Und wir haben ja gesehen, wie dann die apokalyptischen Reiter, wie das sich immer wieder nach dem gleichen Prinzip praktisch über die gesamte Kirchengeschichte hinzieht und dann immer verdichteter wird bis zum Schluss praktisch sich offenbart. Und am Schluss hast du dann den richtigen Antichrist, am Schluss hast du dann, bringen wir die richtigen Gerichte, dann ist alles ausgereift, so wie es auch der Daniel sagt. Aber was jetzt wichtig ist, wir haben ja gesehen, wie die Bibel dann auch nochmal die Ewigkeit beschreibt, wie sie der große weiße Thron, wie sie das jüngste Gericht beschreibt, wie sie der feurige Pfuhl beschreibt, wie sie aber auch den Himmel vor allem beschreibt. Und jetzt sieht man nochmals etwas, dieser Johannes, der noch ganz ergriffen ist von der Person Jesu, der noch total fasziniert ist, der auferstanden ist, in dem Kapitel 1 ab Vers 9 erschienen, wie er im Feuer nicht erschienen ist, der an Jesu Brust lag, sieht ihn plötzlich völlig anders als auferstanden. Und trotzdem lehrt uns hier die Bibel etwas, hat mich doch schon erschüttert. Ich wollte es übergehen zuerst. Aber ich denke, wir können das nicht übergehen. Das heißt, es geht hier um das, was man Anbetung nennt. Er hat jetzt, der Johannes, in Kapitel 4 und 5, hat er diese wunderbare Szene gesehen. Er sagt ja hier in Vers 8, alles, was ich sah und hörte. Er war da dabei mit Visionen. Er hat das alles hautnah miterlebt. Und er hat die Anbetung gesehen im Himmel. Er hat gesehen, wie Gott der Vater, als der praktisch der Schöpfer Himmels und der Erde, wie er hier angebetet wird, als der Ursprung alles was überhaupt im Universum besteht. Er hat gesehen, wie Jesus Christus angebetet wird, als der große Erlöser. Er hat es gesehen, eine wunderbare Art und Weise, wie praktisch der Vater im Zentrum seines Sohnes, praktisch der Sohn offenbart. Hinter ihm drohen, wird der Sohn geoffenbart, das Zentrum. Wir haben das alles gesehen. Jetzt können wir denken, dieser Johannes ist ein Mann, der jetzt mitte im Heiligen Geist, mitte aus der Offenbarung Gottes raus, es verstanden hat. Jetzt lesen wir Vers 8 und 9 und sehen, wie den Setzer, er hat es nicht. Wie viel weniger wir, die wir nicht so nah die Offenbarung Jesu Christi erlebt haben, wie diese Apostel, die noch Augen- und Ohrenzeuge waren. Also insofern ist ein wichtiger Punkt, dass man diesen Punkt der Anbetung sich anguckt. Und zwar, es ist total erstaunlich. Er sagt hier, Vers 8, ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Ich möchte auch nicht darauf eingehen, haben wir ja studiert, die Offenbarung 1. Man kann es nochmal nachlesen, Offenbarung 1, Vers 2. Hier, das Wort für Engel ist wieder das griechische Engelos. Und dieses Engelos, das kommt in der Offenbarung allein. Das muss ich vorstellen, dass man mal sieht, wie hier praktische Offenbarung geschieht. Ein Blick in die Transzendenz kommt in 72 Stelle, das heißt in 72 Bibelversen vor. Allein in der Offenbarung. Das Wort Engelus. Das Wort Engelus heißt eigentlich Bote. Luther hat nicht gewusst, wie er es übersetzen sollte. Also hat er aus dem griechischen Wort Engelus ein deutsches Wort Engel gemacht. Das ist einfach. Genauso Apostolos hat er auch gewusst, hat er einfach einen Apostel draus gemacht. Das heißt, diese ganzen Worte sind nur griechische Worte, die eingedeutscht sind, die sind nicht übersetzt. Und Engelos heißt Bote. Genauso wie Apostel auch nichts Geheimnisvolles ist. Apostolos ist der Gesandte. Einfach jemand, den man gesandt hat. Und genauso ist der Engel lediglich ein Bote. Und es ist jetzt hier interessant, ab Vers 8 im zweiten Teil, plötzlich sieht er den Engel, diesen Bote Gottes, der jetzt ihm das gezeigt hat, der ihm erklärt hat und mit ihm geredet hat. Jetzt fängt er im Ernst an, obwohl er dem Herr Jesus begegnet ist, obwohl er die große Offenbarung Gottes gesehen hat, fängt er an, fällt nieder und will diesen Engel anbeten. Und jetzt sieht man schon etwas, dass wohl auch im erlösten Menschen irgendwas bezüglich der Anbetung wohl nicht ganz stimmt. Dass selbst ein Mann, der an der Brust Jesu lag, der mit Paulus wahrscheinlich die größte Offenbarung hatte, Paulus hat die größte, brauchen wir nicht reden, er hat das Geheimnis des Christus, das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis dieser Stellung in Christus, das Geheimnis der Erlösung gesehen. Aber nach Paulus durfte Johannes wesentlich mehr an Offenbarung bekommen haben, wie zum Beispiel in Petrus. Dieser Mann geht hin und will den Engel anbeten. Da muss ich ernstlich fragen, was ist da? Also müssen wir es untersuchen, weil das ist etwas, was wohl auch in der Endzeit eine Rolle spielt.
Gott hätte es sonst nicht so am Schluss gemacht. Und aus dem Grund möchten wir jetzt dieses Anbeter, was er hier getan hat, er fällt nieder zu den Füßen des Engels, um ihn zu anbeten. Und der Engel, der reagiert richtig und sagt, tu es nicht, denn ich bin nur ein Mitknecht. Ich bin praktisch ein Mitknecht deiner Brüder und der Propheten und derer, die das Wort Gottes bewahren. Jetzt gibt er mir einen Befehl und sagt, bete Gott an. Und hier sieht man etwas, was hier wohl aus dem Ruder gelaufen ist. Und jetzt möchten wir das untersuchen. Was ist das mit der Anbetung? Scheinbar ist in uns etwas drin, das uns dazu verleitet, falsche Anbetung zu praktizieren. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob es die Nummer ist. Es könnte es sein. Nee, es ist die andere. Ich hab in der Spektrum jetzt wieder gelesen, wo die drei großen der charismatischen Bewegung nochmal so einen Rückblick geben. Das ist, wenn ich es richtig weiß, war es Aschhoff, Bittlinger und Christensen. Das sind ja die drei großen Köpfe der charismatischen Erweckung in Deutschland. Oder Verführung ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und diese Männer, die sagen dann ganz klar, das wesentliche Merkmal, was die Charismatik gebracht hat, ist Anbetung. Und sage ganz klar, bis zu dem Punkt, wo sie das gebracht haben, war das ein Fremdkörper. Jetzt müssen wir sich ja ganz nüchtern fragen, ist das, was heute abläuft in den Gemeinden, auch in den evangelikalen Gemeinden, in der Charismatik, in der Pfingstbewegung, wo plötzlich eine breit gefächerte Anbetung dargeboten wird und es immer mehr auf die bibeltreue Gemeinde übergreift. Sie nehmen das an und glauben, das ist biblisch, dabei ist hinten und vorne nicht biblisch, ich möchte das auch beweisen nachher. Was ist hier passiert? Waren unsere Väter alle Narren, die so nicht angebetet haben? Die haben so nicht angebetet. Nicht die Spur. Weder die Reformatoren, noch die Brüder der Erweckungsbewegung, noch ein Hudson Taylor. Die haben es alles nicht gekannt. Jetzt müssen wir ja fragen, was ist gesagt? Bis die Charismatik kam, war es da was falsch. Und das hat ja ähnliche Züge wie hier. Jetzt muss man sich ernstlich fragen, was ist mit der Anbetung los? Und das möchte ich heute Abend untersuchen. Was ist biblische Anbetung? Was ist nicht biblische Anbetung? Was ist verboten? Was ist geboten? Aber die Brüder haben gesagt, am Tisch des Herrn ist die Anbetung. Ist altbiblisch. Stimmt auch nicht. Wo steht es? Steht nirgends. So, dass die Anbetung so geschieht, so die Bibel lehrt was ganz anderes. Das möchten wir betrachten. Einfach frei von Lehre der Menschen, frei vom eigenen Herzen, mit einem sehr kritischen Blick in die eigene menschliche Natur, um zu sehen, was meint die Bibel wirklich. Wobei das, was jetzt zum Beispiel, dass man sich falsch versteht, was Brüderbewegung macht, das ist nicht falsch, das kann man machen. Das, was Charismatik macht, das ist falsch. Aber trotzdem, wir möchten ja das biblische Niveau hier haben und mal sehen, was Gott wirklich meint. Und er sagt hier, bete mich nicht an, sagt dieser Bote, sondern sagt, bete Gott an. Jetzt möchten wir gucken, wie soll man beten, was soll man nicht anbeten, was ist hier letztendlich gemeint. Das Wort heißt proskyneo. Pros ist eine Präposition im Griechischen, die heißt hingewandt zu. Hat noch mehr Bedeutung, aber es heißt unter anderem sich jemand zuwenden. Das ist eine der Bedeutungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Akkusativ. Die Grammatik wird so stark, das muss ich immer nachgucken. Aber auf jeden Fall hingewandt zu. Und das nächste, kyneo, das ist etwas, wie soll ich es nennen? Das hat mit Verehrung, mit Küssen zu tun, hat aber auch zum Beispiel, wenn jemand einen Hund hat, dann wird er mit Erstaunen feststellen, dass die Lehre vom Hund die Kynologie ist. Kyneologie, die Lehre vom Hund. Und das Wort für Hund ist hier artverwandt. Es gibt sogar eine Bibelübersetzung, die sagt statt Anbetung kriechend hinkötern. Ei, ein bisschen extrem. Also er sagt, wie ein Hund kriecht man zu, also wie ein Hund, hast du schon mal gesehen, wenn ein Hund sich unterwirft, wenn ein Hund wirklich anfängt, sich zu unterwerfen, dann kriecht er, der läuft nicht mehr, dann kriecht er auf den Bauch. Absolute Hingabe. Das Wort steckt da drin. Und jetzt, ich sage gleich mal jetzt vorab, Anbetung ist nicht frommes Geschwätz, darf ich es mal so deutlich sagen. Anbetung ist nicht nur das, dass man tut, dass man schöne Rede hält und dass man wunderbare Worte findet und das kann ja mal aus einem echten Herzen kommen und Gott kann so angebetet werden. Aber allein die Charismatiker glaubt, wenn sie hier zum Beispiel im Raum aufsteht, wenn sie die Hände erhebt, was zum Beispiel für Frauen nicht Gebot ist, sondern nur für Männer, wenn sie die Hände erhebt, wenn sie Gefühle spielen lässt, wenn sie dann schöne Worte macht, das ist Anbetung. Das ist keine Spur. Die Bibel nennt das nicht Anbetung. Ich nenne das einmal eine Übung.
Das ist fast eine Exerzitie, das ist was völlig anderes. Sondern die Bibel sagt proskyneo vom Wort her. Und jetzt lese ich mal, was das heißt. Das kyneo heißt eigentlich, also jetzt dieses zweite Wort, ich küsse meine Hand und strecke sie dann gegen den aus, dem ich meine Verehrung bezeigen will. Schön interessant, da denkt man doch Österreich, oder? Also, ihr versteht, das sind bestimmte Praktiken, die sich im Volks, also in Völkern sogar eingebürgert haben. Und jetzt heißt es, fußfällig verehren. Das heißt, Anbetung hat etwas zu tun, mit sich jemand so zu unterwerfen, dass man sich sogar auf den Boden wirft, wie ein Hund. Das hat nicht mit Worten zu tun, sondern mit einer Herzenshaltung, wo man sich völlig unterwirft, sich vor jemand niederwerfen, kniend huldigen. Jetzt wird ein Beispiel gebracht, besonders wo das herkommt, von dem, was im persischen Königshof Brauch war, besonders dem persischen Könige oder einem Großen, indem man den Boden mit der Stirn schlug und die Kleider des Angebeteten oder die Erde küsste. Ich wollte die letzte Form drunter werfen. Das ist das Wort, das griechische Wort, das hier in unserer Bibel ist. Überhaupt anbeten, anflehen, verehren, ehrfurchtsvoll begrüßen. Da ist immer der Gedanke absoluter Ehrfurcht, absoluter Unterwerfung, absoluter Kapitulation drin. Und dann gibt es noch ein Wort, der Abwandlung davor, das heißt proskynetes, und das ist eigentlich letztendlich bloß der Anbeter. Und das sehen wir nachher, kommt im Neuen Testament. Jetzt guckt einfach mal die Bibel an. Ich habe hier jetzt das Vorkommen dieses Wortes. Und jetzt muss jedem, der in der Heilsgeschichte sich auskommt, muss es klingeln. Da muss plötzlich sagen, Moment, das kenne ich doch. Dieses Anbeter kommt massiv vor in Matthäus. Matthäus, das Evangelium für die Juden, wo der König Israels, Jesus Christus, der Messias darstellt, kommt es massiv vor. Es kommt dort, wo Jesus Christus als Mensch dargestellt wird, nämlich im Markus-Evangelium, als Opfer. Dort wird er ja als menschliches Opfer dargestellt, kommt es ganz mager vor. Im Lukas-Evangelium, wo er in seiner Menschheit dargestellt wird, kommt es auch ganz mager vor. Wo es wieder massiv vorkommt, ist in Johannes, wo er in seiner Gottheit dargestellt wird. Das heißt, wir haben hier jetzt einmal eine ganz interessante Art und Weise, wo der König Israels dargestellt wird, ist die Anbetung ganz massiv. Wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, der im Wesen Gottes ist, in seiner Gottheit dargestellt wird, kommt es massiv. Kommt der Messias in anderer Rolle, ist es eher gedämpft. Dann in der Apostelgeschichte, wo letztendlich, wenn man die Stelle nachher liest, sieht man, dass sie alle Bezüge hat, kommt es auch vor, aber hat hier keine so Bedeutung. Und jetzt erwartet eigentlich jeder Gläubige, wenn diese Anbetungspraxis der Charismatiker und auch der anderen Bewegungen der Evangelikaler, wenn das eine biblische Praxis wäre, dann müsste das massiv im Römerbrief kommen, dann müsste es massiv im Epheserbrief kommen, im Kolosserbrief, im Philipperbrief, in die Thessalonicherbriefe, in die Timotheusbriefe, in die Erweisung für Timotheus, wie er die Gemeinde gestalten soll. Wäre das eine neutestamentliche biblische Praxis, dann würde es massiv geschehen. Und was sehen wir? Es kommt nicht, sondern die Stelle, die dann kommt, ist im 1. Korintherbrief, das ist die Stelle, wo es heißt, wenn dann jemand in eurer Mitte wäre, wenn eine wirkliche Offenbarung Gottes geschieht, dann würde er aufs Angesicht fallen. Das ist eigentlich alles. Dann würde er aufs Angesicht fallen und bekennen, dass Gott wahrhaftig ist. Was jetzt wieder interessant ist, wo das Ganze massiv vorkommt, ist im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, wo der hohe Priester Jesus Christus dargestellt wird. Und das nächste, wo es ganz massiv kommt, und da sind wir ja mittendrin, ist die Offenbarung, wo nämlich diese himmlische Szene dauernd dargestellt wird. Jetzt stelle ich schon mal fest, heilsgeschichtlich, und zwar ganz einfach, dass biblisch gesehen, von der biblischen Lehre her, diese Form der Anbetung, egal wie man sie nennt, keine Praxis der neutestamentlichen Gemeinde ist. Das ist einfach mal Fakt. Also müssen wir es einfach feststellen. Die Bibel lehrt keine Anbetung im Sinne der Charismatik. Sie lehrt auch keine Anbetung im Sinne einer besonderen Übung. Lehrt sie ausdrücklich in den Lehrbriefen nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat Gott gemeint, dass das für die neutestamentliche Gemeinde keine Rolle spielt, oder die Apostel oder der Heilige Geist haben es vergessen. Und ich kann ganz sicher bezeugen, dass der Heilige Geist es nicht vergessen hat,
Es wäre Lästerung, so etwas anzunehmen. Und der Apostel hat es auch nicht vergessen reinzuschreiben, sonst spielt keine Rolle. Jetzt muss man schon sagen, ja, was ist denn los in der gesamten Christenheit? Was ist denn los in ganzen Bewegungen, wo das eine riesige Rolle spielt? Und ich sage schon, wohl eine leichte Verdrehung. Da stimmt was nicht. Und das möchten wir untersuchen. Aber ein Leiterbefund, wenn man die Stelle anguckt, wo es vorkommt, ist also schon eindeutig. Der Messias wird angebetet, Jesus Christus ist seine Gottheit, er wird angebetet in den Stellen, wo er sich als Mensch geoffenbart hat. Es kommt dann massiv vor, eigentlich nur noch in der Apostelgeschichte, hat eine besondere Rolle, und dann ganz massiv in der Offenbarung, wo der Herr Jesus als der Auferstandene da ist. Aber in der Gemeindepraxis spielt Anbetung keine Rolle. Für den Satz kriege ich Schläge ohne Ende, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist mir egal, es ist biblisch, ich werde es beweisen. Ich werde beweisen, dass die Bibel mit Anbetung etwas anderes meint, wie das, was wir meinen. Und ich möchte auch zeigen, was Bibel wirklich mit Anbetung meint. Und dass Anbetung eine Herzenshaltung ist, die ganze Zeit da sein soll und keine Gemeindeveranstaltung. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Anbetung ist etwas, das nicht von der Bibel her praktisch der Gemeindeveranstaltung zugeordnet wird, sondern der Herzenshaltung eines Gläubigen. Von daher spielt natürlich Anbetung in biblischem Sinne als Herzenshaltung eine riesige Rolle, auch im Neuen Testament, das werden wir sehen, aber nicht als Veranstaltung. Das ist immer ein ganz entscheidender Punkt. Bei dem Punkt irrt die meisten. Warum? Das werden wir gleich sehen. Ich möchte zuerst das Positive zeigen. Ich möchte zuerst die richtige Anbetung zeigen, um dann die falsche zu zeigen. Weil es ist ja viel wichtiger. Bei uns auf der Bank ist es so, es gab die alte Kassierin. Und die hatte nur so ein Verhältnis zum Geld, ein richtig alter Kassier, dem hast du nicht zeigen müssen, was Falschgeld ist. Der hat, und das ist auch ein Fakt, die alte Banker, die waren noch nobel. Im Gegensatz, heute ist ja alles verflacht. Die hatten meistens nur Marmor an der Kasse. Und da ist so ein alter Kassier einfach hingegangen, hat ein Geldstück genommen und hat es auf den Marmor drauf fallen lassen. Und dann konnte er dir relativ sicher sagen, ob das echt ist. Genauso hat nur der Geldschein die Finger nehmen müssen, der hat kein Infrarot braucht, sondern seine Finger braucht, dann konnte er dir relativ schnell sagen, ob das echt ist. Und genauso ist es viel wichtiger, dass man die echte Anbetung von der Bibel begreift, auch was Gott da wollte und wie das strukturiert ist, dann durchschaut man die andere relativ einfach. Darum möchte ich zuerst die echte zeigen. Was jetzt interessant ist, wenn man in der Heilsgeschichte, wir sind ja jetzt, wenn man 1. Mose aufschlägt, mittendrin in der Schöpfungsordnung. Und zwar, wir sind in der Schöpfungsordnung und zwar in der Phase kurz nach dem Sündenfall. Die Schöpfungsordnung wird ja abgelöst durchs mosaische Gesetz. Das heißt, was vor dem mosaischen Gesetz ist, war Schöpfungsordnung. 1. Mose 4, 26. Hier heißt es, und zwar jetzt ist wieder interessant, Adam und Eva haben gesündigt. Damit ist der Sündenfall installiert. Jetzt ist die Katastrophe passiert. Sie haben zwei Kinder gezeugt. Beide Kinder sind sind Opfer des Sündenfalls. Zuerst der Kain, der ein total verdorbter Sünder ist. Zweite Abel, der Gott dienen will. Aber beide, praktisch letztendlich, geht das Elend der Abel eher in ein positives Elend. Der muss sterben, er wird der erste Märtyrer. Und der Kain ist der erste Mörder. Jetzt ist es interessant, in dem Moment, wie Gott einen Neuanfang gibt, wie Gott in der Schöpfungsordnung einen Neuanfang gibt, in dem ein neuer Sohn geboren wird, Seth, eine neue Segenslinie von Gott eröffnet werden wird, heißt es, am Schluss von Vers 26, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Damals hat Anbetung begonnen, damals haben wir begonnen, den Namen des Herrn anzurufen. 1. Mose 12, Vers 8. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Dort heißt es, er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und zwar in dem Moment, wie Gott Abraham beruft, wie er seine Nachfolge ruft, wie er ihn nimmt, dann fängt Anbetung letztendlich an. Das heißt, Anbetung fängt im Herzen eines Gläubigen an, wenn eine Segenslinie eröffnet wird, wenn die Bekehrung geschieht, wenn die Berufung Gottes passiert, dann passiert im Herzen, ausdrücklich, im Herzen Anbetung. Nicht in der Versammlung als Veranstaltung, sondern im Herzen der Gläubigen. Die nächste Stelle, 1. Mose 14, 18, Melchisedek. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde.
Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Hier kommt der Herr Jesus in der Gestalt des Melchisedek und offenbart und sagt ihm praktisch, du wirst hier letztendlich Segen ererben. Und als Folge dieses Segens wirst du Gott praktisch loben, wirst du ihn anbeten. Aber nicht in einer Gemeindeveranstaltung, sondern in deinem Herzen. Es wird ein Stück deines Wesens sein. Das ist der Unterschied. 1. Mose 17, Vers 3. Und zwar, Gott geht jetzt hin, offenbart sich ihm nochmals und praktisch bringt der Bund. Bund ist ein Vertrag. Biblisch gesehen ist ein Bund von Gott her gesehen ein ganz einfacher Vertrag. Der kann einseitig, der kann zweiseitig sein. Das heißt, Gott schließt mit Abraham einen Vertrag. Sagt ihm, dass er der Vater vieler Völker werden soll, sprich vieler Nationen. Also er gibt ihm einen ewigen Bund. Und in dem Moment heißt es, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Gott redete weiter mit ihm und so weiter. In dem Moment, wie Gott der erste Teil des Bundes gibt, fällt er auf sein Angesicht und betet an. Wenn ein Gläubiger begreift, dass Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat, den neuen Bund in Jesu Blut, dann passiert in dem Herzen etwas und das nennt man Anbetung. Aber ich möchte es nochmal sagen, es ist keine Veranstaltung in der Gemeinde mit Musik, mit Aufstehen, mit Händeheben, mit Ähnlichem, sondern es ist etwas, das im Herzen passiert. 1. Mose 18, Vers 2. Hier offenbart sich Gott wiederum und dann heißt es, und Abraham, er beugte sich zur Erde nieder. Und das Niederbeugen zur Erde oder Niederwerfen zur Erde heißt in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes meistens proskyneo. Also das gleiche Wort für anbetend niederwerfen. 1. Mose 22, Vers 5. Das ist die Opferung Isaaks. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber unter Gnade wollen dorthin gehen und anbeten und wir wollen wieder zu euch kommen. Das heißt, er sagt hier, er bringt eine Form der Anbetung. Und was war die Form der Anbetung? Das war kein Geschwätz, sondern das war die rigorose Bereitschaft, seinen eingeborenen Sohn, den er aufgrund der Verheißung Gottes durch ein Wunder im Alter, wo weder eine Frau ein Kind kriegen kann, noch ein Mann ein Kind zeugen kann, durch ein Wunder erhalten hat, der war bereit, die Folge dieses Wunders, Gott auf den Altar zu legen und gnadenlos zuzustechen, das Kind zu töten. Das war Anbetung. Wahre Anbetung. Er war bereit, das letzte Opfer zu bringen. Das ist eine Herzenshaltung. Und da sieht man schon, dass wohl Anbetung ein bisschen tiefer geht, wie dass man mit Worten um sich schmeißt. 2. Samuel 12, Vers 20. Aber ihr versteht mich richtig, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand zum Beispiel beim Brotbrecher wirklich aus einem tiefen Herzen der Dankbarkeit Gott anbetet, wenn er gleichzeitig das im Herzen wirklich hat. Wenn er es nicht bloß macht, weil man es macht, weil es die Brüder halt so machen, sondern wenn er es wirklich macht aus dem tiefsten Herzen und wenn die Anbetung die Haltung seines Herzens ist und er dann in der ersten Stunde am Sonntagmorgen so betet, dann ist es in Ordnung. Ist aber nicht in Ordnung, wenn er bloß die Worte macht, dass gebetet ist und wenn er im Herzen nicht diese Anbetung trägt, dann ist nicht in Ordnung. Ist Heuchelei. 1. Samuel 12, Vers 20. Entschuldigung, 2. Samuel 12, Vers 20. Guckt her. Ein ganz entscheidender Punkt. David, der Mörder, der Ehebrecher, der letztendlich vor Gott Buße tut, als Nathan, der Prophet, zu ihm kommt, der zusammenbricht, Psalm 51 schreibt, der hier wirklich zusammenbricht, dann vor Gott liegt und um das Leben des Kindes kämpft. Gott sagt nein, er akzeptiert die Strafe Gottes, er akzeptiert in wahrer Buße alles, was Gott ihm auferlegt hat. Und dann heißt es in Vers 20, da erhob sich David von der Erde, er geht aus dem Bereich des Fluches aus der Erde raus, wusch und salbte sich, das heißt Bild für die Reinigung durch Jesu Blut. Er wird neu gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er könnte die Schritte alle sehen im Psalm 51. Ganz genau, wie sie sich abspielen. Ging in das Haus des Herrn, er geht in die Stellung in Christo zurück, neutestamentlich, und betet an. Und da sieht man etwas. Wenn jemand wirklich Buße tut, dann hat er im Herzen diese Anbetung und dann tut er sie. Dann praktiziert er sie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Daniel 6, Vers 11. Daniel in der Löwengrube. Entschuldigung. Vor der Löwengrube.
Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er zuvor getan hatte. Das heißt dann weiter unter, er lag bittend, flehend, also sich demütigend vor seinem Gott, und das alles ist eine Form der Anbetung. Eine wahre Anbetung geschieht durch Buße, durch Glaube, durch Demütigung, durch Erniedrigung, durch Kasteiung. Alles, was Kapitulation vor Gott heißt, ist Anbetung. Und er tut es, obwohl es ein ungeheurer Preis hat. Das heißt, er geht ein Risiko ein. Er handelt, genauso wie Abraham mit dem Messer handelt, handelt Daniel, indem er seinen Kopf riskiert, und es geht ja dann wirklich um Leben und Tod. Psalm 5, Vers 8. Also man sieht auch, selbst die Anbetung im Alten Bund, wo noch alles zeichenhaft, körperlich und anders war, ist letztendlich geprägt von dieser Art der Anbetung, dass es eine Herzenshaltung ist. Dass es eine Herzenshaltung ist, die bereit ist, den ganzen Weg zu gehen. Wir haben ein billiges Evangelium eröffnet, jahrelang, indem man die Leute trainiert hat, einfach eine Form zu tun. Man hat die Leute trainiert, dass sie eine Form einfach abwickeln. Das ist genau das, was der Charismatik abläuft. Die, wo mit mir in der Pfingstbewegung waren, die wissen, wenn du die Leute gefragt hast, als dann die Charismatik aufkam, du hast sie gefragt zum Beispiel, diesen Tag stand da, wir beten dich an, du hast nur gefragt, ein Satz, für was? Du hast keine Antwort gekriegt. Es hat auch Gläubige gehabt, die Antwort geben konnten. Aber so, in der Masse hast du keine Antwort gekriegt, weil die gar nicht wussten, was gemeint ist. Die haben das gemacht, weil man es ihnen beigebracht hat. Das war eine Übung. Wisst ihr, und da fängt es halt, da fängt die Verführung eigentlich an. Wenn man nämlich begreift, was letztendlich wahre Anbetung ist. Psalm 5, Vers 8. Und zwar, haben wir jetzt vertippt. Doch, haben. Ja. Ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus und will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt in Ehrfurcht vor dir. Und zwar sagt hier, ich darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus und will anbeten, und jetzt sagt er, in Ehrfurcht vor dir. Das ist eine Willenssache. Anbetung ist eine Willenssache, und es ist eine Sache der Ehrfurcht, und sie geschieht im Tempel. Und da steht jetzt im Alten Testament das Wort Tempel, und dieses Wort Tempel, Hekal, ist gleichzeitig eben wieder in der griechischen Übersetzung, ist es das Wort für Naos. Das heißt, Naos ist im Neuen Testament in der Sprache des Paulus der Tempel des Heiligen Geistes, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde oder das Herz des Gläubigen. Das heißt, er sagt hier, er will anbeten im heiligen Tempel, mit einem heiligen Herzen, mit einer wirklichen Ehrfurcht, mit einer wirklichen Kapitulation. Und ich denke, jetzt muss man begreifen, um das geht es. Psalm 95, 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unser Schöpfer. Ja, das sieht man wieder. Er sagt hier, das hat mit Niederfallen zu tun. Das war wirkliche Kapitulation im tiefsten Sinne des Wortes. Herzenshaltung. Und der Herr Jesus greift es auf. Und jetzt, wenn man Anbetung anzieht, neutestamentlich, dann kommt jetzt eine ganz entscheidende Stelle. Johannes 4, Vers 23 und 24. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt sagt hier der Herr Jesus was Ungeheures. Die Frau kommt ja und sagt, wo muss man beten? In Samaria? Auf dem Berg? Oder in Jerusalem? Auf dem Berg. Religion. Was ist die richtige Form der Anbetung? Wie betet man richtig? Steht man auf, faltet die Hände, steht man auf, hebt die Hände, fällt man nieder, kniet, faltet die Hände, kniet man nieder, hebt die Hände. Du wirst in jeder Glaubensrichtung, auch der Gläubige, wo du hinkommst, wird anders gebetet. Ich passe mich immer an. Ich war jetzt wieder bei Geschwister, dort wird auch das Tischgebet stehend gesprochen. Ist akzeptiert. Ich komme wieder in die Gemeinde. Die würde den Setz sein und sagen, stehend beten. Das ist ja völlig falsch. Kniet musst du beten. Dann gibt es wieder Gläubige, die werfen sich aufs Allgesicht und dann betet im Liegen. Das gibt's alles. Das ist gar kein Problem. Sondern der Herr sagt, die wahre Gläubige werden im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sie werden im Heiligen Geist beten.
Es wird etwas sein, das in ihrem tiefsten Herzen passiert, durch den Heiligen Geist. Mit dem Herz erfüllt mit dem Heiligen Geist werden sie anbeten. Und es wird in Wahrheit geschehen. Sie werden keine leeren Worte machen, sie werden keinen Stroh dreschen, sondern sie werden ihr Herz offenbaren, das in ihrer Haltung der Anbetung ist. Und dann hast du Anbetung. So zeigt der Jesus, so geschieht Anbetung. 1. Korinther 14, 25. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Das heißt, hier sagt er, sobald Gott den Menschen überführt, sobald der Mensch in die Gegenwart Gottes tritt, dann, und der Heilige Geist wirkt, dann fällt er auf sein Angesicht und betet Gott an. Das heißt, wieder der gleiche Gedanke. Er würde, was würde ihn tun? Er würde das Verborgene des Herzens offenbar machen. Das, was auch der Mensch verbergen will. Er kommt plötzlich in die Gegenwart Gottes. Er kapituliert. Er bricht innerlich zusammen. Und dann sagt die Bibel, das ist Anbetung. Hebräer 1, Vers 6. Wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt, das steht eigentlich in die Ökumene, in die bewohnte Erde, einführt, spricht er, und alle Engel Gottes werden ihn anbeten. Und das ist jetzt einmal ganz wichtig. Die Engel anbetet der Herr Jesus. Das ist eine totale Normalität da im Himmel. Sie sind ihm unterworfen und sie sind die, die hier seine Ehre praktisch besorgen in diesem Universum. Gleichzeitig zeigt aber jetzt die Bibel etwas in Offenbarung 4 und Offenbarung 5. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt sieht man plötzlich einen Blick im Himmel. Und ich möchte nochmals etwas betonen. Wenn Anbetung geschieht, dann geschieht sie im Heiligen Geist. Das heißt, die geschieht von unseren Herzen in das himmlische Heiligtum. Bei der Anbetung spielt es gar keine Rolle, ob die hier bei uns formell mit Worten geschieht, sondern es ist entscheidend, dass sie im Herzen ins himmlische Heiligtum geht. Wir haben laut Hebräer 10, 19 Zutritt ins innerste Heiligtum durch Jesu Blut. Wenn man hier durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum geht, vor der Altar, und Gott dann betet mit einem wahrhaftigen Herzen, dann geschieht Anbetung. Aber ich möchte nochmals betonen, die gesamte Lehrbriefe, die gesamte Praxis der Apostel kennt keine Anbetung, wie sie heute üblich ist. Ich bin schon in Gemeinde gewesen als Kaiser, am Anfang ist Anbetung. Das war eigentlich ganz primitiver Krach mit Instrumenten, sonst gar nichts. Das war vor allem, hat keinen Charakter der Anbetung gehabt, keine Ehrfurcht, keine Kapitulation vor Gott, kein tiefes, dankbares Herz für das vergossene Blut, kein tiefes, dankbares Herz für die Erlösung. Das war einfach Krach. Wisst ihr, dann kommen die Leute und sagen, klar Mann, aber Anbetung ist nicht falsch. Das ist die Falle. Und die meisten Gläubigen sind nicht vorbereitet und dann kommt keine Antwort. Als wir aus der Pfingstbewegung uns langsam rausbewegt haben, kam mein Bruder zu mir, hat genau die Frage gestellt. Und ich hatte kurz vorher das studiert. Und ich habe zu ihm nur gesagt, du, ich gebe dir keine Antwort. Geh nach Hause, studier Anbetung. Und dann siehst du, ob das, was wir tun, richtig ist. Sonntag drauf habe ich ihn getroffen, wieder im Foyer. Fahren wir in der Schmichastraße in Ewing. Und er kommt auf mich zu und ich habe ihn gefragt, was ist jetzt mit der Anbetung? Seine Antwort war nur ein Abwinken mit der Hand und ein Weglauf. Er hat es begriffen. Er hat begriffen, dass hier etwas gedreht wird, was biblisch nicht in Ordnung ist. Die Bibel lehrt das nicht, sondern sie lehrt die Anbetung des Herzens. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und hier sieht man jetzt, wo Gott zeigt, wie Offenbarung geschieht. Wie dieses im himmlischen Heiligtum, im Tempel des Leibes Jesu Christi, wenn der siebenfache Gottesgeist wirkt, was dann anbetungstechnisch geschieht. Er sagt hier, Vers 2, er war im Geist. Er sieht den Thron Gottes. Er sieht, Vers 5, die Blitze, Donner, Stimme, diese Zeichen und Feuerfackel, die ausgeht vom Thron Gottes, kriegt die Offenbarung, dass es die sieben Geister Gottes sind, aus Jesaja 11, 1 und 2. Er sieht das gläserne Meer, praktisch die gesamte Menschheitsgeschichte, die gesamte Menschheit praktisch gläsern vor Gott vollkommen durchschaut. Er sieht in Vers 7 die Offenbarung Jesu Christi als der Löwe von Juda, als der Stier des Opfers, als der wahre Mensch und als der Adler, der himmlische, als der, der die letztendlich das Wesen Gottes hat, Vers 7. Und jedes von diesen Wesen hat sechs Flügel, sechs die Zahl des Menschen. Man sieht, es geschieht durch Offenbarung über die Menschheit Jesu Christi. Jetzt kommt es dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist, Herr, ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der da war, der da ist, der da kommt. Dreimal drei.
Also höchste Anbetung. Und jetzt sieht man etwas, und jedes Mal, heißt jetzt in Vers 9, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit, Ehre, Dank darbringen, den auf dem Thron sitzt, und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, beten an, den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm, die Ehre, die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Sie betet an die Allmacht Gottes, letztendlich die Souveränität Gottes. Sie werfen sich vor Gott auf den Boden. Was tun sie? Das ist jetzt wieder ein ganz entscheidender Punkt für wahre Anbetung im Herzen. Sie reißen ihre Krone von den Köpfen. Das heißt, sie suchen nicht ihre eigene Ehre, sondern sie suchen die Ehre Gottes. Sie werfen die Krone zu Boden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Anbetung. Ich möchte nicht gucken, wie viel Anbetung geschieht, völlig egal wo, wo wunderbare Worte gemacht werden. Ich möchte nicht in die Herzerei gucken, warum die Worte gemacht werden. Werden sie gemacht, dass die anderen hören, wie fromm ich bin? Oder werden sie gemacht, weil mein Herz letztendlich erschüttert ist von der Gegenwart Gottes im Angesicht Jesu Christi? Weil ich erschüttert bin, dass ich in der Gegenwart Gottes bin. Ich werde es nie vergessen. Ich war vor Jahren das erste Mal in einer ganz konservativen Brüdergemeinde. Und da war ein alter Bruder, den ich mehr geschätzt habe, wie, also ich habe selten einen Patriarch gekannt, den ich so geschätzt habe. Es war ein alter Bruder, schon lange in der Ewigkeit. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben gesehen, wie der Bruder bis aufs Blut erschüttert. Und zwar, das war kein Schau. Der konnte nicht mehr reden. Dem sind die Tränen in die Augen gestanden und der hat die Stimme ist gebrochen, als der Herr Jesus dargestellt wurde. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin da gestanden und habe nur noch gestaunt, was ich habe dumm geguckt, was ich noch nie gesehen habe. Und da stand mal, da war eine Person, die war erschüttert bis aufs Blut, bis ins innerste Herz von der Person Jesu. Was der dann gebetet hat, das hat gar keine Rolle mehr gespielt. Der Letzte hat gemerkt, da ist ein Mensch, der in letzter Anbetung vor Gott steht. Und da habe ich begriffen, was Anbetung ist. Vers Kapitel 5. Jetzt wird der Löwe von Juda beschrieben. Der König Israels, die Wurzel Davids. Ihr wisst, warum der Löwe von Juda? Die 6 Löwe auf jeder Seite vom Thron, letztendlich Salomos, der Löwe von Juda. Der Messias-Thron. Hier ist der Herr Jesus, wurde geoffenbart als Messias. Der Löwe von Juda. Und jetzt sieht er ihn. Jetzt sieht er kein Löwe, sondern er sieht ein Lamm wie geschlachtet. Es hat 7 Hörner und die 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes. Jetzt sieht man plötzlich, das Zentrum der Anbetung Gottes im Himmel geschieht um das Lamm. Um dieses Zentrum des Thrones Gottes. Es geht um das Lamm, das vergossene Blut. Und dort richtet der siebenfache Gottesgeist seine ganze, ich sage mal, Aktivität drauf. Er offenbart den Sohn Gottes, Jesus Christus. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Sie hatten jeder eine Harfe und eine Schale voll Räucherwerks. Das sind die Gebete der Heiligen. Und jetzt wird der Herr Jesus anbetet für was? Dass er uns erkauft hat mit seinem kostbaren und teuren Blut. Dass er uns in eine Stellung von praktisch Königen und Priestern versetzt hat. Und dass er letztendlich der ist, von dem alles kommt und zu dem alles geht, ist so die Zusammenfassung in Vers 12. Das heißt, hier sieht man, was das Herz des Gläubigen, wenn er im Heiligen Geist ist, bewegen wird. Es wird die Gegenwart Gottes, dass der Allmächtige vor ihm steht, wird ihn bewegen. Und was ganz entscheidend bewegend sein wird, die Erlösung durch Jesu Blut, dass er erkauft ist durch Jesu Blut. Und jetzt geht in die Kirchengeschichte rein. Jetzt sucht die ganze Bücher der Kirchengeschichte durch. Dann werdet ihr sehen, dass in allen echten Erweckungen und dort, wo Gott sich wirklich geoffenbart hat, dass im Zentrum der Anbetung nicht das war, was heute ist, dass man praktisch besondere Formen der Anbetung öffentlich zelebriert, sondern es war überall das Gleiche. Tief erschütterte Herzen, die Gott aus diesem Herzen angebetet haben, im Heiligen Geist, für das vergossene Blut, für die Erlösung durch Jesu Blut. Und das ist Anbetung, biblisch. Alles andere ist entweder Verführung oder, ich sag's einmal, Ausleben des eigenen Herzens. Ich zeige auch nachher, wo das herkommt. Das hat einen Grund. Das sehen wir nachher gleich. Aber ich möchte zuerst die echte Anbetung zeigen. 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht reichen, denn du bist allein heilig.
Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Hier ist ein Ausblick aufs tausendjährige Reich. Im tausendjährige Reich werden die Völker Jesus Christus erleben als Herr dieser Welt. Und sie werden sich, und zwar nur die Völker, die sich demütigen werden, kommen, um zu anbeten. Am Anfang kommen alle, dann zum Beispiel wissen wir ja, dass Ägypten sich absondert und nicht mehr will. Das heißt, hier siehst du dann auch im tausendjährigen Reich, wie Anbetung geschieht. Wiederum der Grundgedanke der Unterwerfung. Ich habe es einmal gepredigt, da kam ein Bruder und sagte, völlig erschüttert, kam vor einer anderen Bewegung, sagt er, ich habe es nie geglaubt, dass praktisch Nachfolge oder Anbetung mit Unterwerfung zu tun hat. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gott will Unterwerfung. Er sagte zu mir, ich habe geglaubt, das ist muslimisch, das ist Kismet. Schicksal, du ergibst dich in dein Schicksal und unterwirfst dich Gott. Aber es ist biblisch. Gott will Unterwerfung. Das ist überhaupt keine Frage. Nicht im Sinne von hier letztendlich der Moslems, sondern im Sinne der Bibel. Und hier, ich möchte es nochmals betonen, das Neue Testament lehrt nur die Anbetungspraxis des Herzens. Sie lehrt keine Anbetungspraxis als besondere Form. Wenn mich jetzt einer fragt, warum habt ihr keine Anbetungsstunde vorher? Warum habt ihr keine Anbetung vom Gottesdienst? Dann sage ich, weil es nicht biblisch ist. Wenn mich jemand fragt, wie betet ihr an? Dann sage ich im Herzen. Sag, komm einfach zu der ersten Stunde, wenn wir das Brot brechen, dann wirst du sehen, wie die Leute anbeten. Und je nachdem, wie sie zu Gott steht, werden sie gut anbeten, werden sie richtig anbeten oder falsch anbeten oder gar nicht anbeten. Ich sage, das ist ganz einfach. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Du wirst sehen, was passiert. Ich sage, aber diese Form, die man heute hat, die gibt es nicht. Möchte ich betonen. Ich komme da meistens nicht in Verlegenheit, wenn die kommen, sondern die kommen dann am Schluss in Verlegenheit, wenn ich sage, ihr trägt was, was gar nicht biblisch ist. Wo kommt denn das her? Wer hat denn euch das eingeredet? Wer will denn, dass ihr sowas macht? Und das möchte ich jetzt zeigen, wer denn sowas will. Wo denn das herkommt? Das kommt nämlich woher? Apostelgeschichte 10, 25. Jetzt kommen wir zur negativen Anbetung, nicht zu der biblischen. Wo kommt das her, dass der Mensch sich so leicht, selbst den Johannes am Schluss von der Offenbarung abdringen lässt durch einen Engel? Offenbarung 10, 25, es kommt uns ja bekannt vor. Als nun Petrus gerade hineinkam, wir sind hier im Haus des Cornelius, hier sind diese gottesfürchtigen Heiden, die sich dann zu Gott bekehren. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Hier ist wiederum genau das gleiche, proskyneo, hier ist diese Anbetung. Er will ihn anbeten, Petrus aber richtete ihn auf, sprach, steh auf, denn auch ich bin ein Mensch. Jetzt sehen wir etwas. Diese Anbetung, dieser Drang, sich vor Übernatürlichem, dieser Drang, sich vor etwas Heiligem. Und er hat ja Offenbarung durch einen Engel gehabt. Er hat jetzt gewusst, jetzt kommt was von Gott. Obwohl es nur ein Mensch war, der Petrus. Dieser Drang, sich vor Heiligem niederzuwerfen und zu anbeten, steckt dem Mensch drin. Warum? Weil die Bibel lehrt, dass Gott die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt hat. Das ist einfach drin. Er hat den Drang zur Anbetung. Das ist da. Das ist was völlig Normales. Und jetzt sage ich mal ganz hart, wenn ein Mensch letztendlich, und das müssen wir ganz nüchtern sehen, Gott nicht anbetet, im Geist und in der Wahrheit, dann wird er, ob er will oder nicht, da wird der Teufel dafür sorgen, da wird sein Fleisch dafür sorgen und seine Veranlagung und das, was in seinem Herzen drin ist, dann wird er etwas anderes anbeten. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe so hinter ein bisschen weiter im Ziffer 17, wir gucken es nachher an. Das hat auch mit unserer Jugend sehr stark zu tun. 7. Offenbarung 14, Vers 11 bis 15, dann kommt wieder so etwas. Sind die Apostel sind jetzt hier auf der Missionsreise und da passiert etwas. Und zwar, sie tun hier letztendlich ein Wunder, in dem ein Mensch geheilt wird. Jetzt heißt es plötzlich Vers 13, und die Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachten Stiere und Kränze an die Tore und wollten samt dem Volk opfern. Das steht im Griechischen Schlachtopfer darbringen. Und für Volk steht Pöbel, Volksauflauf. Das heißt, da gab es einen Volksauflauf und sie wollten jetzt letztendlich Paulus opfern. Jetzt sieht man etwas. Religion hat immer mit Anbetung zu tun. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel dann jemand stundenlang vor einer Maria-Statue knien kann.
Aber genauso wird zum Beispiel jemand vor einer Götzenstatue im Tempel bei Buddhismus oder irgendwo vor etwas stehen. Das ist etwas, was der Mensch, ein religiöser Mensch in sich hat. Und das schürt natürlich der Teufel, diesen Drang zur Anbetung. Er wird ihm etwas raussuchen, was er anbeten kann. Aber es wird nie der lebendige Gott sein, das wird nie sein Sohn Jesus Christus sein. Religion ist immer vom Teufel und er wird alles tun, Satan, dass ein Mensch sich dann dieser falschen Anbetung hingibt. Jesaja 14, Vers 13. Das ist die Stelle, wo der König von Babel, das ist ein Synonym für, oder also andere Darstellung des Teufels. Und da siehst du, wie der Teufel, der König von Babylon, letztendlich, was er in seinem Herzen hatte bei seinem Abfall. Da heißt Vers 13, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Er sagt, er wollte Gott gleich sein, er wollte auf der Götterberg. Und in 2. Thessaloniker lesen wir nachher, siehst, dass er Anbetung wollte. Das heißt, der Teufel selber hat ein Ziel, er will Anbetung. Er will Gott die wahre Anbetung der Heiligen stehlen. Und viele Praktiken, die heute in der Christenheit da sind, sind ganz einfach Tricks des Teufels, um Anbetung zu stehlen. Wisst ihr, das ist ja so, der Teufel macht das ja raffiniert. Da kommen die Leute und sagen, oh Karl Hermann, sei vorsichtig, sowas würde ich nie sagen. Es könnte ja sein, das ist alles echt. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Entweder gilt die Bibel und ist der radikale, nüchtern, sachliche Maßstab, um etwas zu messen, oder nicht. Aber wenn die Bibel solche Linie aufzeichnet, dass es keine biblische Praxis ist, dass sie zurzeit in der Endzeit über den ganzen Erdball wie ein Lauffeuer sich verbreitet, dass falsche Anbetung geschieht und wo sie herkommt, dann muss ich sagen, dann muss ich mich gegen das stellen, ob ich will oder nicht. Weil ich stelle mich ja nicht gegen die Anbetung Gottes, sondern gegen falsche Praxis. Hier ist etwas, hier ist falsche Anbetung. Die Parallelstelle ist ja Hesekiel 28, vor 1 bis, also geht ziemlich weit durch. Ich lese mal bloß 2, 3 Stellen. Hesekiel 28, 1. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer. Das sehen wir wiederum, hier ist ein Bild, der König von Tyrus, in Wirklichkeit wieder ein Bild für den Teufel, der sich hier erhebt und sagt, ich bin ein Gott. Und Vers 6 heißt es, darum spricht Gott der Herr, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Und in 2. Thessalonicher sieht man, dass der Teufel Anbetung wollte. Und das ist die Wurzel, warum falsche Anbetung geschieht. Der Teufel war ein schirmender Cherub. Wenn jemand wusste, wie wahre Anbetung im Himmel geht, dann der Teufel. Wenn jemand wusste vom Sündenfall her, was der Mensch in seinem Herzen hatte, dann der Teufel. Also was macht er? Falsche Anbetung. Und du findest durch die ganze Kirchengeschichte, durch alle Religionen hindurch, falsche Anbetung. Wo du hinlangst, hast du falsche Anbetung. Und darum ist auch kein Wunder, dass selbst der Johannes noch am Schluss von der Offenbarung mitreißt. Wie viel mehr müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwo mitgerissen werden? Wisst ihr, und ich sag's euch ganz ehrlich, je frömmer, je salbungsvoller und je schöner die Worte sind, je misstrauischer werde ich. Wenn ich in Bewegung komme und es geht gleich so überfromm zu, da krallt sich bei mir schon innerlich alles. Da sage ich, lass mich zuerst mal sehen, ob es echt ist. Weil wahre Anbetung spielt sich an eine andere Ecke. Micha 5,12, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, was Anbetung, und zwar falsche Anbetung, unter anderem sehr gerne bewirkt. Auch deine Bilder und deine Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen, dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst. Dazu will ich die Aschera-Standbilder in deiner Mitte vertilgen und deine Städte verwüsten. In der Regel schafft der religiöse Mensch immer Bilder und Statuen. Jetzt kann man darüber stehen, wie man will. Aber ich bin tief überzeugt, dass ein Teil des Bildersturmes, auch wenn es Kunstwerke zerstört hat, wenn halt der Kunstwerk vom Teufel ist, dann ist es trotzdem vom Teufel, dass der Bildersturm der Reformation richtig war. Sie haben aufgeräumt. Es war absolut richtig. Das heißt, falsche Anbetung führt in der Regel zu Kult. Da muss ich halt auch sagen, manchmal geht es mal kalte Buckel runter, wenn ich manche Kinderbibel sehe, die in unseren Kreisen verbreitet sind. Also dieses Gebot haben wir dann noch lange nicht in der Tiefe umgesetzt, vor Gott her.
Das nächste, Zephania 1, Vers 5. Auch die, welche auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, samt denen, die den Herrn anbeten und bei ihm schwören, zugleich aber auch bei ihrem König schwören. Das ist so ein Wortspiel. Moloch, Milkom, alles mögliche im Hebräischen. Aber hier ist etwas. Die zweite Form der Anbetung aus dem Bilderdienst. Und jetzt müsst ihr mal die Bibel nüchtern studieren. In Ephesus war der Diana oder der Artemis-Kult. Und was sagen sie denn? Sie sagen, sie haben ein Bild verehrt des vom Himmel gefallenen Bildes. Der Teufel ein Bild vom Himmel fallen lassen. Und das haben sie angebetet. Das ist der Bilderkult. Und der zweite Kult, der hier kommt, ist der Kult der Elemente. Und du findest in Religionen immer Anbetung der Elemente. Das ist auch der Grund, warum man glaubt, dass die Sterne mein Schicksal bestimmen. Das ist erstens dumm, das ist schon mal das Erste. Weil die Sterne keinerlei Einfluss auf mein Schicksal haben. Es gibt nämlich nicht 12 Tierkreiszeichen, sondern 13. Die haben sich inzwischen so verschoben, dass alles, was die macht, ist reine, nackte, okkulte Wahrsagerei, so ist gar nichts. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was einmal ursprünglich war. Das heißt, es ist alles nur rein rassiger, nackter Okkultismus. Und der Teufel macht es, auch die Elemente drum, aus Sonnenanbetung und ähnliches. Er macht es letztendlich, um die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Das ist diese Form der falschen Anbetung. Wo man das massiv sieht, ist im Buch Daniel, Kapitel 3, wo Nebukadnezar dann letztendlich genau das macht. Er geht hin, letztendlich. Jetzt kommen wir zu der dritten Form. Er stellt ein Bild auf, aber das Bild stellt ihn dar und er will angebetet werden. Das habt ihr gesehen bei Saddam Hussein, das habt ihr gesehen bei Hitler, das seht ihr bei jedem Diktator. Es gibt heute eine kleine russische Satellitenstaat, die abgespalten sind nach der Auflösung der GUS praktisch oder nach der, sagen wir mal, wo das sich verselbstständigt hat. Es hat hier so kleine Diktatoren, die lassen überlebensgroße Bilder aufstellen und die muss, das ist eine Form von Anbetung. Die römische Cäsare, die Kaiser, ließen sich anbeten. Das ist die dritte Form. Die erste Form der falschen Anbetung geht über Bilderdienst. Die zweite geht auf die Elemente und die dritte geht auf Menschen, auf Personenkult. Und diese drei zusammen werden einst im Antichristen ihren Höhepunkt erreichen. Wir studieren die Offenbarung. Sie werden im Antichristen den Höhepunkt erreichen, wenn der Antichrist angebetet wird, reell. Und das ist ja das, was der Teufel dann auch will. Daniel 3, Vers 28. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und da siehst du, wie der wahre Gläubige vorgeht. Er will niemand anbeten als der wahre, lebendige Gott allein. Seht ihr? Mir ist das völlig klar. Wenn ich heute sowas sage, stelle ich mich gegen 99% der heutigen Christenheit. Sie ist in die Falle gegangen. Sie hat es nicht begriffen. Wir sind viel mehr hier auf eine abschüssige Ebene gekommen, hier auf eine in der Falle des Teufels, als man glaubt. Man muss lernen neu, was meint die Bibel mit wahrer Anbetung? Das ist etwas, was wirklich in meinem Herzen geschieht. Es hat mit dem nichts zu tun, was hier letztendlich sich auch in religiösen Herzen abspielt. Und ich möchte nochmals betonen, auch der Gläubige, der bekehrt ist, der wiedergeboren ist, aber fleischlich ist, letztendlich wird so vorgehen. 2. Mose 23, 24. Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Das heißt, jede Form des Götzerkultes soll zerstört werden. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und dann gibt es natürlich etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt, Tod eines Gurus. Das ist ja also fernöstliche Religion. Und auf dem Höhepunkt seines Wahnsinns hat er etwas gemacht. Und das ist eigentlich die dreckigste und die raffinierteste und die bösartigste Form der Anbetung. Da ist er nämlich hingegangen, hat einen Spiegel geholt. Ich war der Spiegel gesessen, hat sich selber angebetet. Und das ist das Raffinierteste. Der Teufel bringt auch Menschen dazu, dass sie sich selber in einer Form von Anbetung verehren, auch Gläubige. Dass sie so wichtig sind.
Ich habe Sachen erlebt in den Gläubigen. Ein Bruder, der eine normale Berufung hat, das war ein ganz gewöhnlicher Bruder, der war nichts Besonderes, war ein Mann, der, wenn er Gott wirklich sich hingegeben hätte, ihm dienen könnte. Der ist dann genau auf diese Falle des Teufels reingefallen. Er wurde dann reinstilisiert, er hat gleich das Kreisle gehabt, hat das gleich Kreisle ein bisschen bedient. Und da war er der Große, weil die hat keine Ahnung gehabt, es war ein Frischbekehrte. Ich habe die Brüder gewarnt, ich bin zu den Brüdern hin, habe gesagt, stopp den Mann. Der Mann geht genau auf die Schiene. Wenn der Mann so weitermacht, es gibt eine Katastrophe. Oh, wow, hat sie gesagt, shit, so schlimm. Auf jeden Fall, nach kurzer Zeit hat der Mann die Gemeinde gespalten. Der war in der Haltung, dass er sich von niemandem mehr etwas sagen ließ. Der hat den Kult um sich selber gesponnen. Ich habe ihn dann angerufen, habe ihm den Rost drunter getan. Ich habe ihm alles gesagt, was Sache ist. Haben wir die Brüder wieder angerufen, Zeit danach und sagte, du, der hat uns gesagt, du hast auch gesagt, er hat recht. Und ich sage, Brüder, ich habe dem der Rost drunter getan. Und dann sagt sie, ja, weißt du? Und dann habe ich mir sagen lassen, was er gesagt hat. Es war ganz einfach. Es waren 7 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und von den 7 Punkten habe ich gesagt, 3 Punkte hast du recht, das sollte mit der Gemeinde was tun. Aber in 4 Punkten liegst du völlig schief und musst Buße tun. Der ist einfach hingegangen, hat die 4 Punkte, hat einfach an den Tisch fallen lassen. Ist dann hingegangen, hat den Brüder die 3 Punkte gesagt, der Kalamer gibt mir recht. Und der Mann ist heute noch weg. Und wenn der nicht tiefgreifend Buße tut und nicht diese Form der Eigenbeweihräucherung aufgibt, dann wird dieser Mann nie mehr wiederkommen. Garantiere ich euch. Der wird in der absolute Abfall rasseln. Da gibt es keine Gnade. Wenn so jemand nicht Buße tut, der ist vorbei. 4 Formen. Ich möchte es nochmal betonen. Erstens. Bilderdienst. Dienst der Elemente. Letztendlich. Menschenverehrung. Eigenverehrung. So arbeitet der Teufel. Und wisst ihr, wo das beginnt? Das ist ja das Entscheidende. Im Herzen. Es geht gar nicht darum, was man noch außen sagt, sondern die Frage ist, was ist hier drin? Haben wir auch schon gefragt, bei mir, was ist drin? Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich laufe manchmal rum und dann plötzlich rutscht mir was raus. Und dann denke ich, ist mir dann peinlich. Und denke, hey, es ist zwar schlimm, es ist mir peinlich, ich will das nicht. Aber eigentlich, ich habe die Woche mal gesagt, aber eigentlich, es ist ja eigentlich mein Herz, was da gerade rauskommt. Genau das, was drin ist, kam raus. Also, muss ich mich wohl ein bisschen mehr um mein Herz kümmern. Das ist das Problem. Das, was drin ist, wird sich auch offenbaren. Und das wird auch hier in der Anbetung passieren. 2. Mose 34, 14. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Jetzt kommen die Leute und sagen, man darf doch nicht sagen, dass Gott eifersüchtig ist. Natürlich ist Gott eifersüchtig. Er ist nicht nur eifersüchtig, er ist unendlich eifersüchtig. Das muss man einfach mal sagen, die Bibel lehrt das. Und Gott ist so eifersüchtig, dass er Israel mit Stumpf und Stiel teilweise ganze Generationen in den Tod geschickt hat, weil sie ihm die Ehre gestohlen haben und weil sie letztendlich Götzendienst praktiziert haben. Alles andere ist biblisch. Und jetzt sehen wir etwas, wie der Teufel in seiner Raffinesse auch der Herr Jesus angeht, in Matthäus 4, Vers 10, und ihn einfach reinlegen will. Dort heißt es, er will ihm alle Reiche der Welt zeigen. Hier steht Kosmos, in der Parallelstelle steht Ökumene. Das heißt, er bietet ihm alles an, unter einer Bedingung. Und das ist immer die Bedingung des Teufels. Und er bietet dem Menschen immer jeden Vorteil an, den er will, unter einer Bedingung. Und er sagt hier zu mir, Jesus, wenn du niederfällst und mich anbetest. Niederfallen gehört dazu. Das heißt, er hätte kapitulieren müssen. Der Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein Gottesdienst darbringen. Also einfach werden mit dem Wort rigoros ab. Aber man sieht hier, auch der Teufel probiert es beim Herrn Jesus. Wenn er es beim Herrn Jesus probiert, wer glaubst du, dass ich und du sind? Glaubst du, dass der Teufel das bei uns nicht probiert? Natürlich wird er es probieren. Ganz raffiniert. Er wird versuchen, uns in die Schiene zu schieben. Ohne Gnade. Lukas 4, 8, Parallelstelle. Sieht hier, brauchen wir nicht lesen. Der Herr macht letzter Widerstand. Und dann Johannes 4, wir haben es vorher schon gesehen, dort siehst du den Kampf. Diese Frau ist religiös. Wisst ihr, das ist toll, du kannst mit Menschen wunderbar über Religion reden. Ich bin jetzt gerade, habe ich wieder eine Einladung, wo ich zu einer Diskussion könnte. Aber ich habe ein gewisse Hemmungen wegen der Diskussion. Aber nicht wegen der Diskussion, sondern ich bin eingeladen, wo Leute in offener Sünde leben. Und die Diskussion wird relativ schnell an dem Punkt sein, ist mir auch klar. Johannes 4,20, diese Frau versucht der Herr zu blöffen. Das sieht man einfach, sie versucht ihn hier auf eine religiöse Ebene zu ziehen.
indem sie letztendlich über diesen Berg spricht, wo angebetet wäre, so das ist der Berg Gerizim in Samaria oder in Jerusalem, und versucht hier fleischlich, geistlich etwas zu vermischen. Aber jetzt kommt es einfach, Religion ist etwas, das geht immer. Diese Anbetung des Teufels geht immer. Was hat die Frau gehabt? 6 Männer. Die hat die offene Hurerei gelebt. Offen. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, zu anbeten. Du findest Menschen, die in der offersten Hurerei und in der offersten Sünde, wirklich im Betrug in allem leben und anbetet. Das ist überhaupt kein Problem bei der falschen Anbetung. Aber zeig mir mal einen, der Gott aus wahrem Herzen anbeten kann, wenn er nicht in Ordnung ist mit Gott. Der bringt keinen Gag mehr raus. Bin ich garantiert, das weiß ich von mir selber. Du bringst nicht mehr Piep raus, bevor du nicht Buße getan hast. Aber die falsche Anbetung, die geht problemlos. Und jetzt geht ja der Herr, geht sie seelsorgerlich an und sagt, du musst Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und gleichzeitig natürlich, sage ich, hat er ihre geoffenbart, was los ist. Aber er sagt ihr, wo wahre Anbetung ist. Wenn man jetzt Offenbarung 11 ansieht, ich springe jetzt mal bewusst rein, dann sieht man wiederum, es geschieht im Naos im Tempel. Und er sagt hier, mach dich auf und misst den Tempel Gottes, den Naos, den Leib Jesu Christi, die Gemeinde, samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Ein wesentliches Merkmal ist, dass man im Heiligen Geist in der Gemeinde anbetet, dass man im Tempel des Heiligen Geistes in seinem Herzen Gott anbetet. Das ist ein wahres Merkmal der Gemeinde Jesu. Aber jetzt sagt er gleichzeitig etwas. Und den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und misse ihn nicht. Alle, die diese falsche Anbetung praktizieren, die hier nicht letztendlich Gott wahrhaftig anbetet, bewegen sich im Vorhof. Und Gott sagt, nur das Echte setzt sich durch. Ich habe religiöse Leute kennengelernt, ohne Ende. Die waren fromm, ohne Ende. Die haben gute Werke getan, ohne Ende. Und es bringt nichts. Es wird sie nicht retten, sondern nur, wenn jemand wirklich, der Heilige Geist im Herzen hat und Gott wirklich anbetet. Jetzt sieht man etwas auf Offenbarung 13, Vers 8. Dort heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Das heißt, jeder, der nicht wirklich, sagen wir, wiedergeboren ist und wirklich gläubig ist, wird der Anbetung des Antichristen anheimfallen. Der hat keine Chance. Und Offenbarung 13, Vers 12 zeigt nochmal etwas. Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Das heißt, es wird passieren, dass die Menschen systematisch an Zeichen und Wunder gewöhnt werden. Der Antichrist wird es benutzen, um seine Anbetung herbeizuführen. Das darf man nicht vergessen. Offenbarung 14, Vers 11, die Konsequenz von so einer Haltung. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Absolute Strafe vor Gott für so eine Anbetung. Und muss es einfach mal nüchtern sehen. Manchmal kommen die Gläubigen zu mir und sagen, Geld, du bist sicher, dass die Entrückung vor dem Mahlzeichen ist. Man sagt, nö. Meine Erkenntnis ist, dass die Entrückung bei Offenbarung 11 ist. Aber die Erkenntnis ist nicht so, dass ich letztendlich so sicher die Hand heben könnte, wie das, dass ich durch Jesu Blut erlöst bin. Da bin ich 100% sicher. Dass der Jesus aus dem Tod auferstanden ist, da bin ich 100% sicher. Dass er der Sohn Gottes ist, wesensgleich mit Gott dem Vater, bin ich 100% sicher. Dass sein Blut vollständig für mich persönlich die Erlösung geschaffen hat, 100%. Aber wo die Entrückung genau ist, da bin ich nicht sicher. Wisst ihr, vielleicht, ich glaube auch nicht, dass man es mitkriegt, aber es könnte mal sein, dass man schon ein bisschen Preis zahlen muss für das, dass man gläubig ist, dass man mal bestimmte Dinge verweigern muss. Und da könnt ihr ruhiger mal trainieren, dass man ein bisschen verweigert. Ich glaube, das ist das wichtigste Training, das man heute braucht. Wir brauchen kein Training im Christentum, wir brauchen ein Training in der Verweigerung. Wir müssen endlich lernen, auch Nein zu sagen, wo die Welt in ihrer Hurerei alles treibt, was überhaupt kommt. Die werden kommen, werden sagen, jetzt mach's. Dann müssen wir halt sagen, Nein. Das wichtigste Wort, wo wir lernen müssen in der Endzeit, Nein. 2. Thessalonicher 2. Das ist die Zusammenfassung der falschen Anbetung. Das ist, wie man den Vorhang wegzieht und sieht plötzlich alles, was passiert.
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst vor Gott ausgibt. Dann erklärt er das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und jetzt erklärt er, wie der Antichrist das machen wird. Es heißt, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Da steht das Wort, wo unser Fremdwort Energie herkommt. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hättet gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft. Und hier haben wir wiederum das Wort für Energie. Und das nächste, was hier für Kraft steht, ist letztendlich, wie soll ich sagen, Plané heißt es. Das ist also, Verführung ist Plané, eine wirksame Kraft der Verführung, also Energie der Verführung senden. Das heißt, es wird nicht ein bisschen verführt, sondern es wird mit absoluter Kraftwirkung verführt werden. Und er sagt hier, dass sie dann der Lüge glaubet und aus dem Grund geht sie verloren. Das ist, was heute passiert. Die Menschen werden systematisch daran gewöhnt, dass sie an Erlebnisse glauben, an Zeichen, an Wunder und dass sie nicht mehr an den Herr Jesus glauben. Wisst ihr, ich habe es jetzt gesehen, die klassische Charismatik und die klassische Pfingstbewegung ist weiterhin ganz kräftig unterwegs innerhalb des evangelikalen Lagers mit ihren Zeichen und Wunder. Und die meisten sind falsch. Wenn ihr mal falsch seid, wenn ihr sehen wollt, was da wirklich dran ist, ich kann euch wirklich auch Material geben, wo ihr sehen könnt, was wirklich an diesen Wunder dran ist. Da ist ein ganzer Haufen, sind letztendlich Placebo-Wunder. Es gibt Wunder, wo du durch Eigensuggestion geheilt wirst. Das ist überhaupt keine Frage, das kann jeder herbeiführen. Das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun. Das macht auch die Okkultheiler. Da gibt es okkulte Heilungen. Aber vielfach von dem, was hier läuft, ist einfach nicht echt. Das muss man ganz nüchtern feststellen. Das kann ich nachweisen. Und das ist das, was uns heute prägt. Wir sollen da nicht drauf achten. Zu mir kommen Gläubige gesagt, was machst du, wenn hier einer einen Toten vor dir auferweckt? Dann sage ich, nix. Das interessiert mich nicht. Mir egal. Ein Toter auferwecken ist nichts. Was ist das besonders? Wenn einer in der Endzeit einen Toter auferweckt, im Gegenteil, da habe ich eher Angst, wenn ich sage, das könnte ja eines dieser falschen Wunder sein. Das ist kein Problem. Zeichen und Wunder sind in der Endzeit kein Beweis, sondern es ist ein Zeichen der Verführung. Wenn aber an ein Alkohol, in Sexualität, in Lug und Trug und in Egoismus gebundener Sünder durch Jesu Blut völlig frei wird, das ist das Wunder, wo ich dann sage, Amen. Das ist der große Unterschied. Ein Riesenproblem. 1. Korinther 10, Vers 20. Ist euch klar, dass der Großteil der Albstädter Heide sind? Auch die Bewohner der anderen schwäbischen Städte sind Heiden. Ich habe als Kind immer geglaubt, Heide sind die Neger. Habe ich immer geglaubt. Ich habe immer geglaubt. Ich habe gesagt, Heide sind die Neger. Die Bibel sagt aber, Heide sind alle nicht Juden. 10, Vers 20. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Und jetzt geht letztendlich der Paulus hin und sagt, ich will nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit Dämonen seid. Das heißt, er sagt hier ganz klar, sie opfern es den Dämonen. Das heißt, es ist eine riesige Bewegung über diesen Erdball in der Endzeit gegangen, wo falsche Anbetung geschieht, wo man unter anderem den Dämonen opfert statt Gott. Das ist ein Riesenproblem und er sagt, die Gläubigen können nicht gefährdet sein durch das. Es ist einfach so, er redet hier von den Götzen. Und wenn man sich das in Ruhe mal anguckt, das Wort für Götze, das hier steht, das heißt im Griechischen Eidolon. Da braucht man, glaube ich, kein großer Übersetzer zu sein, zum sehen, dass von diesem Eidolon unser Wort Idol kommt. Ich lese mal, was das griechische Wort bedeutet. Und das ist jetzt hochinteressant. Der Götze heißt in erster Linie Bildgestalt, Schattenbild. In der Unterwelt, Traumbild, Gesicht, Schein, Druckgestalt, Bild, Schema, Phantom, Gespenst, Geist. Also Gesichte gehören da dazu. Götzebild, Götze, Idol, Nachbildung, Abbild, geistige Vorstellung. Also auch, was man sich im Hirn vorstellt. Das letztendlich ist alles Götze. Jetzt versteht ihr, warum unsere Kinder Idole haben. Das ist dieser Trieb, dieser Drang nach Anbetung im Herzen. Und darum suchen sie sich ihre Vorbilder, ihre Idole raus. Das ist der Grund, warum es in der Musikszene so viele Leute gibt, denen man nachläuft. Warum man so viele Sportler nachläuft. Das ist alles der Grund. Das sind Idole. Das ist dieser Drang, die Ewigkeit im Herzen, Anbetung, irgendjemand zu verehren.
Geh doch mal heute rum, wenn ich die Junge sehe. Meine Tochter ist gerade pubertär. Schon interessant, wenn du die Kinder anguckst. Da siehst du ja, und du guckst alle in der Altersgruppe an, dann siehst du, sie brauchen etwas, wo sie sich dafür begeistern, wo sie verehren können. Das ist dieser Grunddrang des Menschen. Wenn es in biblische Bahnen gelenkt wird und es geht das Evangelium, dann bekehren sich die Kinder. Und dann verehren sie der wahre Gott, der sich offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn aber nicht, dann passiert etwas, was er Endzeit auf die Spitze getrieben wird. Offenbarung 29. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten. Die weder sehen noch hören können. Sie haben sie hier letztendlich weiter angebetet. Und da kann ich euch dafür etwas garantieren. Die stelle ich 100% vor der Entrückung. Und dass das klar ist, die ist 100% davor. Jetzt geht Paulus ganz einfach hin. 1. Korinther 10, 14. Mir gefällt der Paulus, wenn er plötzlich eigentlich alle Theologie zurückstellt und direkte Anweisungen gibt. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Er sagt ganz einfach, flieht den Götzendienst. Jetzt bringt er es in Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Da hat die Brüderbewegung wieder recht gehabt. Sie hat gesagt, zum Tisch des Herrn soll nur jemand gehen, der keinen Götzendienst strebt. Da haben sie recht. Zum Tisch des Herrn soll nur jemand gehen, der wahre Anbetung betreibt und nicht die falsche. Da haben sie recht. Das sehe ich auch so. Und hier sagt die Bibel ganz klar, entweder oder. Die Strafe, wenn man anders vorgeht, Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen, mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlsein des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und die Märtyrer in Offenbarung 20, Vers 4, die werden dann dafür belohnt, weil sie das Tier nicht angebetet hatten. Weil sie nicht angebetet hatten, sondern die wahre Anbetung Gottes letztendlich praktiziert haben. Wisst ihr, und jetzt drehen wir zurück, jetzt haben wir einen riesen Exkurs gemacht in Anbetung rein. Jetzt gehen wir zurück in unseren Text und jetzt siehst du einfach, da ist der Petrus. Entschuldigung, der Johannes. Und was passiert beim Johannes? Merkt ihr etwas? Er ist hier noch völlig aufgewühlt. Und obwohl Gott sich ihm geoffenbart hat, geht er auf den Leim. Er geht auf den Leim. Er betet in Engel. Also steckt es drin. Also auch ist hier der Johannes nicht davor gefeit gewesen, dass der Satan ihn reizt, hier falsche Anbetung zu bringen. Und der Engel reagiert jetzt richtig. Er sagt ihm ganz einfach die Eckpfeiler. Er sagt zu ihm praktisch, tu es nicht. Und das ist die Botschaft bei der Anbetung. Wenn man die falsche Anbetung sieht, dann heißt für einen Gläubigen ganz einfach die Überschrift, tu es nicht. Tu es einfach nicht. Das ist eine Willensentscheidung. Und das Nächste, er sagt hier, ich bin ein Mensch wie du und die wahre Gläubige, das sind die, die die Worte dieses Buches bewahren. Jetzt kann man natürlich streiten. Dieses Buches, Biblos, dieser Offenbarung, des Buches der Offenbarung oder dieses ganzen Buches. Da lasse ich euer Urteil. Steht einfach Biblos hier. Aber jetzt müsst ihr einfach nüchtern sehen. Die wahre Gläubige bewahre die Bibel. Jetzt möchte ich etwas sagen in aller Radikalität. Ich bin mir völlig bewusst, Geschwister. Das wollen auch die Gläubigen heute nicht mehr hören. Das wollen auch im Prinzip Leute, die selbst unsere Linie gehen, nicht hören. Aber man muss es immer wieder sagen. Wisst ihr, wird kein Mangel an Erbauung herrschen im Reich Gottes. Es geht im Reich Gottes bei diesem Endkampf nicht um die Erbauung, sondern es geht um Kopf und Kragen, um Ja oder Nein, um Verführung, um Lüge oder Wahrheit, Licht oder Finsternis. Wir müssen das wissen. Und hier muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Die Grenze ist das Wort Gottes. Und viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, warum sagst du denn immer so Sachen? Du hast doch eine ganz andere Geistesgabe. Geh doch hin und erbau uns. Dann muss ich sagen, ich weiß, dass ihr es nicht hören wollt. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist so, viele Gläubige, die zu mir kommen und sagen, wir bewahren perfektes Wort Gottes, die verstoßen genau gegen diese Dinge, dass mir die Haare zu Berge stehen. Das Wort zu bewahren heißt, alles, was die Bibel nicht lehrt, tu es nicht. Wenn die Bibel diese Anbetung, die heute üblich ist, nicht lehrt, dann sage ich ganz einfach, tu es nicht. Aber alles das, was die Bibel lehrt, von ganzem Herzen zu tun,
Das ist wiederum das andere Gebot. Und hier sagt der Engel ganz einfach, bete Gott an, und das war unser erster Teil, bete Gott an, wie? Im Herzen. Bete ihn ganz, von ganzem Herzen. Und wenn du das dir angewöhnst in der stillen Zeit, dass du Gott für die Erlösung anbetest, dann hast du auch kein Problem mit der Versammlung. Du brauchst in der Versammlung überhaupt nicht anders beten, wie letztendlich in deiner stillen Zeit. Du brauchst nicht anders beten. Du kannst Gott genauso anbeten. Da wird sich niemand dran stören. Und der, wo sich dran stört, vielleicht musst du mit dem mal ein Gespräch führen über Anbetung. Wisst ihr, aber wenn man aus ganzem Herzen Gott anbetet, dann tut man den Wille Gottes. Das heißt, hier, tu es nicht, das Falsche, sagt der Engel. Aber das Rechte, das Bewahre des Wortes, tu es. Das heißt, Paulus sagt, geht nicht über das Geschriebene hinaus. Es ist unsere Grenze. Wir möchten Gott so dienen, wie die Bibel sagt. Wir möchten ihm nicht so dienen, wie mein Herz sagt. Nicht so dienen, wie meine Veranlagung sagt. Wisst ihr, ich habe religiöse Ader, das ist an dir gar nicht. Ich habe früher, wo ich verführt war, ich bin ja, bevor mich die Charismatik verführt hat, bin ich praktisch durch, ich sage mal, Religiosität verführt worden. Ich bin dann rumgelaufen mit Holzkreuze um den Hals, habe mir Kutter angezogen, lange Hemden, dass ich ausgesehen habe wie ein Mädchen, habe ich komplett gesungen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt sage ich euch mal was ganz Ehrliches. Für einen religiösen Menschen gibt es nichts Schöneres. Heute schüttel ich den Kopf. Sagt Narrheit. Aber für einen religiösen Menschen ist das schön. Das heißt, wir müssen hier nochmals etwas lernen. Wir lernen am Johannes in der Offenbarung, am Schluss der Offenbarung. Dieses Gebiet ist so kitzlig, dass selbst ein Mann wie der Johannes, der diese große Offenbarung bekommen hat, umgeschmissen werden kann vom Teufel. Und dass er ins Falsche reingeführt werden kann. Und der Engel muss ihn ermahnen und sagt zu ihm, Johannes, tu es nicht. Und das ist die Ermahnung für uns Gläubige in der Endzeit. Tut es nicht. Wir dürfen das nicht tun. Was sollen wir tun? Wir sollen Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit, im wahrhaftigen Herzen. Und zwar durch unser ganzes Leben, durch unser Tun, nicht durch unser Geschwätz, durchs Tun. Wenn sich das doch noch immer einfacher, ich sag mal, ehrliche Gebet ausdrückt, dann ist das die höchste Form der Anbetung. Eine höhere gibt es nicht. Ich bin so bös gewesen am Schluss in der Charismatik, wenn die Anbetung eingesetzt hat. Und alle da gestanden sind verzückt mit erhobenen Händen. Ich habe dann die Augen aufgemacht, gnadenlos. Ich habe dann die Leute erguckt. Und ich habe Erlebnisse mit der Anbetung, ungeheuer. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo man die Anbetungschorusse gesungen hat. Alles war in dieser warmen, aufgeheizten Stimmung. Und da kam ich in meiner Einfalt und habe gesagt, so, und jetzt singen wir Erweckungslied. Dann haben wir Erweckungslied gesungen. Die konnte nicht mehr singen. Es ging nicht mehr. Ich habe am Schluss gesagt, Schwester, merkt ihr was? Gabi, du warst gerade mal dabei im Hauskreis. Ich habe gesagt, merkt ihr was? Es ist nicht mehr gegangen, dass wir die Lieder gesungen haben, die Erweckungslieder, wenn wir so aufgeheizt waren für die Chorus. Mir ging es selber so. Und dann merkst du bloß, da ist doch irgendwas falsch. Heute weiß ich, was falsch war. Genau das Gleiche, wie was hier passiert ist. Eine Falle. Beim Johannes ist es harmlos. Das war ein kleiner Ausrutscher. Der Engel ermahnt ihn und der dient weiter Gott. Aber es gibt ganze Bewegungen, Menschen, die letztendlich glauben, dass sie strahlend in der Anbetung Gottes leben. In Wirklichkeit sind sie verführt. Er sagt ganz zum Schluss, ganz einfach, bete Gott an. Nur ein Ausblick, so Gott will, wie es weitergeht. Er sagt dann ganz einfach, und, das ist jetzt Verbindung, er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Und dann schickt er ihn zum Wort Gottes. Er sagt, bete Gott an und schickt ihn zum Wort Gottes und sagt, es ist nicht verborgen, es ist nicht versiegelt, du kannst es verstehen, du musst nur lesen. Und dann weißt du, was Wahrheit ist. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns unzweideutig in deinem Wort zeigst, was wahre Anbetung ist. Dass die wahre Anbetung sich vor deiner Allmacht beugt und dass die wahre Anbetung mit einem glühenden Herzen des vollkommenen Opfers am Kreuz von Golgatha unserem Herr Jesus gedenkt. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, dass die Gebete der Heiligen, dieser heilige Weihrauch des Heiligen Geistes vor dir aufsteigt, für das, was du getan hast, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass du uns zu Königen und Priestern gemacht hast, dass du unsere Verkehrtheit immer wieder auslöscht mit deinem Blut, dass wir dir und dem Vater dienen können, weil dein Blut uns löscht. Ich danke dir einfach, dass du diese große Opfertat vollbracht hast, dass du uns die Lösung gegeben hast, dass wir dir dienen dürfen. Durch dein Opfer, durch dein Blut. Ich möchte dich dafür anbeten und dir danken von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.